Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute gibt es ein Aufgebraucht-Video von den Produkten aus Februar von mir und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen nochmal meinen Müll Revue passieren zu lassen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, genau das passiert ja in diesem Video. Ich zeige euch das, was in diesem Monat leer gegangen ist, also im Februar. Ne? Es ist Müll, ja, und alle leeren Produkte und erzähle euch so ein bisschen was davon, was noch so ein bisschen hängen geblieben ist. Und ich finde solche Videos immer ziemlich cool, weil da kann ich einfach meine Erfahrungen mit euch teilen, die ich mit den Produkten gemacht habe. Das ist die beste Review, die man so bekommen kann, meiner Meinung nach, weil dann sieht man, dass die Person das Produkt ja von Anfang bis Ende verwendet hat. Ich drehe außerdem ja auch noch Flop-Videos, wo ich Produkte nicht aufgebraucht habe, sondern während der Aufbrauchzeit aussortiert habe. Und da seht ihr dann wirklich die Produkte, die einfach durchgefallen sind bei mir. Ja, das hier sind dann meistens Produkte, die mir gefallen haben oder okay waren. Zwei Codes habe ich in diesem Video. Einmal, es ist Beauty Claudi. Genau, Beauty Claudi bei Dalton. Und da bekommt ihr 20% Rabatt auf alles außer Streichpreise und Gutscheinkarten. Und bei Jepoda müsste es Claudis Welt sein, bin ich mir aber nicht ganz sicher. Falls es ein anderer sein sollte, lasse ich jetzt kurz ein bisschen Zeit für Schneide Claudi. Ab 69 Euro bekommt ihr ihn. Dann ist es Claudis Welt, wenn sie nichts gesagt hat. Das ist The Calm Balm, ne? Also der Abschminkbalm. Mega. Da bekommt ihr normalerweise 30% Rabatt. Aber ich komme gleich zu den Produkten. Ich wollte es nur schon mal vorab sagen. Ich habe euch das auch in der Infobox verlinkt. Timestamps gibt es heute mal nicht, weil ich habe hier einfach mal den Eimer genommen. Und dann schauen wir einfach mal zusammen durch. So. Ich starte mit frische Sohlen von Balea. Ich weiß nicht, ob das noch die gleiche Verpackung ist. Die habe ich jetzt in Anwendung genommen bzw. leer gemacht, alle, die hier drin sind. Das sind, ich weiß nicht, wie viele Paar Anti-Rutsch-Beschichtung. Naja, also, ne, das ist jetzt, also, wenn ich das in Stiefeln anziehe, die so hochhackig sind, ne, dann rutscht das so oder so nach vorne durch irgendwann und dann hat sich die komplette Sohle bei mir meistens vorne gesammelt. Ich verwende die auch ganz gerne einfach im Winter so als kleine Isolierschicht oder im Sommer eben auch als Isolierschicht, je nachdem Hitze oder Kälte. Und ich finde die ganz gut, dass sie sind jetzt die schwarzen gewesen. Ich kaufe mir die immer wieder nach. Die weißen mag ich persönlich nicht ganz so gerne, weil die irgendwann echt schäbig aussehen, weil Füße schwitzen und frische Duft, ja, der hält sich aber nicht lange. Ultra dünn, definitiv. Atmungsaktiv, das heißt auch gut für den Sommer geeignet. Ne? Ich mag die super gerne, sind jetzt halt einfach aufgebraucht. Dann habe ich eine Maske leer gemacht. Und zwar von bei Beauty Bay, die Skin Fixer Clay Mask. Das ist ein eine Lehmmischung mit PHA. PHA ist die allerleichteste Säurepeeling-Geschichte, die man haben kann. Das mit dem PHA habe ich tatsächlich erst ein bisschen spät gesehen. Normale, ölige und Mischhaut. Ich fand die einfach großartig. Ich habe die sonntags immer verwendet, also quasi auch heute Morgen. Den Rest vom Schützenfest, denn ich drehe das Video auch am Sonntag. Das riecht jetzt nach nichts mehr. Die gibt es, glaube ich, jetzt in der neuen Verpackung. Die fand ich richtig gut und die hat, ich glaube, auch wirklich ein Jahr gehalten. Kann ich euch mega empfehlen, mal bei Beauty Bay vorbeizugucken. Das ist die Eigenmarke von Beauty Bay. Wer hätte es gedacht? Und die haben halt auch so Masken. Ne? Richtig, richtig cool. Tolles Gefühl auf der Haut. Die trocknet auch ein bisschen runter, aber jetzt nicht so super austrocknend. Und ja, mattiert wirklich, reinigt, aber auf eine sehr, sehr angenehme Art und Weise. Wirklich, also mir hat es richtig gut gefallen. Eine Handseife habe ich leer gemacht von Yves Rocher. Das ist die ja, Milky Almonds Geschichte gewesen. Hatte ich von Emilia. Vielen, vielen Dank, meine Liebe. Und die hat mir so gut gefallen. Die hat richtig toll geduftet. Und ja, eine schöne Handseife. Ich mag gerne auch die Reihe von Yves Rocher. Echt schön, ne? Dann habe ich hier noch eine Dalton-Geschichte. Und zwar die Hyaluronic Urea Hydro Boost Anti-Aging Feuchtigkeitscreme. Das war im Adventskalender dran gewesen, glaube ich. Oder in irgendeinem Set. 15 ml. Eine sehr angenehme, reichhaltige Pflege, gleichzeitig beruhigend, habe ich gerne abends verwendet und ja, die kann ich euch empfehlen bei trockener Haut, sensibler Haut. Ich habe eine sensible Haut, trocken ist sie auch und ja, genau, sehr schönes Produkt, mag ich richtig gerne leiden. Also Dalton-Produkte sind einfach für meine Haut auch sehr gut geeignet, generell von meinen Kooperationspartnern und ich kann bei Dalton halt am besten, die haben ja super viele verschiedene Reihen, die Hyaluronic Urea Reihe und auch die Q10-Reihe verwenden. Das ist einfach für mein Haut-Bild
Bedürfnis am besten geeignet. Wenn es jetzt so ab und an vielleicht mal die Oystermaske, ne, aber nicht die komplette Oysterreihe, schaut gerne mal vorbei, weil die Oysterreihe ist eher für mich und ich habe Frosch im Hals und das bei Marine Kosmetik. Witzig. Oh, genau. Ja. Also der Code Beauty Claudi dürfte auch tatsächlich nur noch heute gültig sein, am 26. dann, ne? Ja. 20% Rabatt. Und was wollte ich noch sagen? Die Ampullensets sind aktuell auch so krass reduziert, die neuen. Zum Einführungspreis 20% sind da schon runter. Und dann könnt ihr mit dem Code auch nochmal 20% sparen. Dann habe ich ein Cleansing Balm leer gemacht. Clean It Zero von Vanilla Co. ist das, der Cleansing Balm Original. Das ist K-Beauty. Und den mochte ich auch wirklich gerne leiden. Aber ich muss dazu sagen, dass ich damit vermehrt Panda-Augen hatte. Also Mascara hat er nicht so gut runtergenommen wie jetzt der von Yepoda zum Beispiel. Also ich bin nach wie vor beim The Calm Balm von Yepoda. Den hier kann man sich aber durchaus auch anschauen. Der ist, glaube ich, auch ein Stückchen günstiger, ne? Einfach, wenn man schauen möchte, ob man dieses Double Cleansing mag, ob man überhaupt dieses ja, K-Beauty Game mag. Das ist, glaube ich, eine günstige Alternative, wobei Yepoda jetzt auch die Minis gelauncht hat. Also da gibt es auch die Möglichkeit, das auszuprobieren, wenn ihr euch einfach ein kleineres Produkt holt. Ne? Dann habe ich hier eine Maske aufgebraucht von Isana, die Tuchmaske Dreamy Sky. Das ist jetzt aus dem aktuellen Trend-Tour mit Hyaluron und Panthenol. Fand ich gut, dünn und pflegend war die. Also du hast manchmal, oder ja doch, mittlerweile meistens, ne, das Glück, dass bei den Isana Trend-Geschichten oder bei den Limited Editions das Vlies auch so dünn ist. Und dann kann ich damit auch viel, viel besser um, als wenn das so dick ist. Und das ist so anschmiegsam und ach, schöne Sache. Mag ich sehr, sehr gerne. Also tolle Tuchmaske. Dann, ich bin jetzt am Anfang wirklich viel bei Gesicht, merke ich gerade, aber gut. Habe ich hier aus einem Adventskalender, ich glaube von Stylevana, die Pharmacy Honey Halo Ultra Hydrating Ceramid Moisturizer Creme leer gemacht. Das war eine wunderschöne Creme. Die hat mir richtig gut gefallen, habe ich morgens verwendet. Die hatte auch eine gewisse Reichhaltigkeit, war aber nicht speckig. Der Deckel ist magnetisch. Der Spatel hat er so schön dran gehalten, richtig toll. Also es wirkt auch sehr hochwertig, hat auch so einen leichten Honigduft. Das Einzige, was mir hier nicht gefallen hat, ist die Pöttchenform, weil man sieht es wahrscheinlich auch, ne, dass das ein oder andere Cremegedönsen sich dann so in den Ecken versammelt hat. Aber es ist halt eigentlich eine total tolle Creme. Hat auch schön bei meiner sensiblen Haut funktioniert. Also die mochte ich sehr, sehr gerne leiden. Das war echt eine schöne Geschichte. Kann ich wirklich empfehlen für diejenigen, die halt sowas mögen. Hä? Nein, für diejenigen, die halt wirklich reichhaltige Pflege im Gesicht brauchen. Was war das für eine Aussage? Okay, seit Ewigkeiten habe ich mal wieder so Wattepads leer gemacht. Verwende ich für die Füße. Und ja, das war jetzt von Evelyn die 50 Maxi-Pads Super Soft. Das sind die großen gewesen, ne? Weil für die Füße zum Ablackieren habe ich sonst keine Alternative. Ich hatte mal so Mehrwegpads, aber das war halt auch noch nicht so ganz ausgereift von der Idee her. Ja, aktuell bin ich halt immer noch bei sowas. Dann habe ich hier, das war ein bisschen ärgerlich, ich habe jetzt auch gerade ein Full Face Essence, die neuen Produkte aus dem Sortiment im Gesicht, da habe ich einen Style & Talk zugedreht. Ich glaube, das müsste gestern online gekommen sein. Kann ich mal im E verlinken? Ja, ich denke schon, weil da spreche ich auch über Dalton Coats. Und der ist ja nur bis heute aktiv. Deswegen zusehen, Claudinchen, dass du das schön zu Samstag schneidest. genau, neues Sortiment, aber schon leer, weil es war ausgelaufen. Da war nur noch so ein kleiner Stritzken drin. Hello Good Stuff, 48 Stunden Hydro Fixing Spray mit Kokosnusswasser. Das war halt super ärgerlich, weil es ausgelaufen war. Ne? Das hat mich so geärgert. Aber gut, ja. Der Sprühstoß war von dem Pfützchen, was hier rauskam, angenehm und hat schön auch das Ganze gemacht. Ich habe so ein bisschen das mit dem Schwämmchen noch verteilen müssen, weil sich das halt auch, also so im Dekolleté hatte ich so Tropfen richtig drin. Ne? Und dann gehe ich gerne ja nochmal mit dem Schwamm einmal ganz vorsichtig drüber und dann hat es auch so funktioniert. Also ich finde, dass mein Make-up dadurch jetzt nicht irgendwie super glowy geworden ist, aber es fühlt sich nicht so trocken an. Also ich finde, dass die Fixing Sprays oder Setting Sprays halt wirklich auch immer machen, dass dieses Pudrige auf dem Gesicht nicht mehr da ist, sondern dass alles etwas besser verschmolzen ist. Genau. Deswegen, also mochte ich, kommt in meine aufgebrauchte dekorative Kosmetik, auch wenn ich es nur einmal verwendet habe. Ist wie es ist. Dann habe ich auch aus der Dreamy Sky Reihe von Isana die Hydrogel-Augenpads aufgebraucht. Das sind diese hier. Die mochte ich auch okay. Die waren ein bisschen dick, sind auch ein bisschen gerutscht. Ich habe hier eigentlich auch noch ein zweites Paar.
Da hatte ich nämlich ein bisschen mehr zu aufgeschrieben. Genau. Kühlen, rutschen und pflegen. Da habe ich nämlich auch aus dem Trendturm die Augenpads, belebende Pflege mit Hyaluron und Pfingstrosenextrakt. Das sind diese hier gewesen. Die sind sehr vergleichbar gewesen. Einfach sehr, sehr ähnlich. Ne? Aber haben halt unterschiedliche Verpackungen, haben, glaube ich, beide auch das gleiche gekostet. Das was, ne, die sind halt immer ein bisschen dick. Das ist halt so. Und dann rutschen die halt. Dann halten die halt nicht so gut. Ist wie das. Aber ich mochte die. Für 99 Cent kannst du da nicht allzu viel falsch machen. Da wäre es dann hier bei denen wahrscheinlich etwas schwieriger gewesen, wenn die nichts gewesen wären. Denn 111 Skin ist eine sackenteure Marke. Und da hatte ich hier irgendwo in der Valentinstagsbox die Cryo Deep Puffing Eye Masks drin. Die fand ich top, da war kein Rutschen. Eine gute Wirkung mag ich, habe ich drauf geschrieben. Jo, das waren schöne Pads. Auch wenn ich es immer noch cooler finde, wenn die halt im Pöttchen sind, ne? Wisst ihr Bescheid. Die ewige Leier. Und am allercoolsten, wenn das halt in der Tube ist. Ich glaube, ich habe hier sogar eine Tube drin. Müssen wir mal gucken. Dann, auch wenn wir Winter haben, Leute, die Sonne kommt mittlerweile wieder ein bisschen mehr durch. Ist so. Und da gibt es einfach Sonnenschutz fürs Gesicht. Da kann ich euch den von Dalton einfach mega empfehlen. Der hat Lichtschutzfaktor 50 plus oder 50? Doch 50 plus, den habe ich heute auch drauf. Ist richtig gut. Also da habe ich kein Abrollen und der hat super funktioniert mit den Produkten, die ich sonst halt auch so verwende. Auch mit dem Make-up, mit dem Primer. Müsst ihr natürlich immer eine gewisse Zeit einwirken lassen. Aber ich mag den sehr, sehr gerne. Empfehle ich euch immer wieder und kann ich euch auch nur ans Herz legen, euch jetzt schon einzudecken. Denn erfahrungsgemäß sind die im Sommer immer super schnell ausverkauft. Du hast ja ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, denn die sind 75 Milliliter drin und das ist ein sehr, 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 sehr gutes Produkt. Das kann ich euch nur so sagen. Ich weiß noch, als wir letztes Jahr auf Korfu waren und ja, da war der einfach permanent ausverkauft und es war Hochsommer. Alle haben einfach dieses Produkt haben wollen, aber nicht mal wir kamen da dran. Also das, ne, also auch nicht die Dalton-Mädels kamen da dran. Du kamst nicht mehr an dieses Produkt dran. Das war echt krass und ja, deswegen deckt euch jetzt schon mal ein für den Sommer, ne? Und dann im Sommer aufmachen. Ich finde das schön, du kannst es für den ganzen Körper verwenden, aber da ist es mir dann einfach zu schade, ne? Da nehme ich dann lieber 30er, aber im Gesicht auf jeden Fall 50 oder 50 plus und da ist einfach hier dieses Suncare Prevent and Control mit Lichtschutzfaktor 50 plus von Dalton. Genial. Kann ich euch einfach nur empfehlen. Jo, dann habe ich hier was für die Spülmaschine aufgebraucht. Das verwende ich ungefähr einmal pro Woche. Denk mit Spülmaschinenreiniger ohne extra Spülgang. Ja, auch Haushalt ist hier vertreten. Mochte ich auch sehr gerne leiden. Das finde ich halt praktisch, weil du keinen extra Spülgang brauchst. Du hast immer wieder das Gefühl, dass so Fettgeschichten sich vielleicht nicht ganz so gut auflösen. Wenn du aber sowas verwendest, dann ist es nochmal die extra Reinigung. Ne? Ich gebe das, also ich habe gerne so einen Waschmaschinenreiniger, ich habe gerne einen Spülmaschinenreiniger und hier sind halt 3 Viecher drin, also für 3 Wochen dann in dem Sinne. Und das hat es auch endlich mal in mein Aufgebrauchvideo geschafft und nicht in die Mülltonne, also später in die Mülltonne. Noch ein bisschen mehr dekorative Kosmetik habe ich hier von BH Cosmetics, das Paradise Refresh Face Mist. Ich habe das verwendet, sowohl um meine Schwämmchen anzufeuchten, als auch als Setting Spray über den cremigen Texturen, damit die schon mal so ein bisschen miteinander verschmilzen und kurz bevor ich dann abgepudert habe. Ich finde, dass das hier sehr, sehr schön ist. Der Sprühkopf war Müll, den habe ich abgemacht und durch einen anderen ersetzt, deswegen ist hier auch keiner mehr drauf. Und ja, gibt es jetzt so nicht mehr zu kaufen. War wahrscheinlich oder glaube ich eh irgendwie eine Limited Edition oder so. Aber das Produkt an sich mochte ich sehr gerne, obwohl Kokosnuss drin. Ne? Dann habe ich von Yepoda hier ein bisschen was. Einmal habe ich The Mist Have. Das kannst du auch zur Make-up-Fixierung verwenden. Da haben wir noch das alte Logo. Hyaluronic Acid Lavender Face Mist. Ich finde es super schade, dass wir hier nur so eine kleine Geschichte haben, weil das ist so ein tolles Produkt. Was haben wir denn hier drin? 50 Milliliter, genau. Du hast hier eine Glasflasche. Yepoda ist K-Beauty. Ne? Die sitzen in Berlin, aber die haben halt koreanische Pflege hier nach Deutschland gebracht und das wirklich auf eine sehr simple Art und Weise in den deutschen Markt integriert, was ich so schön finde. Also im Sinne von, du hast nicht irgendwie 10 Steps, wo du als Anwender einfach total überfordert bist. Hier steht immer drauf, welcher Schritt das ist, wann du es verwenden solltest, was das Produkt macht. Das ist wirklich simpel dargestellt und ich mochte sehr, sehr gerne The Mist Have. Ist eins von den Produkten, die ich auch immer wieder von Yepoda aufbrauche und wie gesagt, habe aktuellen Code. Die haben mittlerweile das Logo verändert, das ist jetzt das alte noch, ne?
Ich mag das sehr gerne. Du hast hier keine Tierversuche, vegan, kein Tralafitti, keine Parfümstoffe oder sonst irgendwas drin, keine PEGs. Und ja, mag ich einfach gerne leiden und kann ich euch immer wieder empfehlen. Dann habe ich hier eine Maske aufgebraucht. Die habe ich bei Action gekauft von The Mask Doctor. Die Face Sheet Mask mit Kollagen, Firming and Plumping. Und das macht halt quasi die Elastizität der Haut macht es einfach. Das ist eine tolle K-Beauty-Geschichte, die man halt bei Action kaufen kann. Die mochte ich gerne leiden. Es ist eine dünne Maske gewesen und ja, die hat meiner Haut auf jeden Fall einen Feuchtigkeitskick gegeben. Mochte ich. Kann ich empfehlen. Schaut gerne bei Action vorbei. Dann habe ich von Rituals etwas aufgebraucht. The Ritual of Meer Body Mousse to Oil mit süßer Orange und Zedernholz. Liebe ich total, aber das ist ein großer Minuspunkt. Das Ding ist so dermaßen schnell leer. Also ich meine, ich bin groß, ja. Ich bin 1,73 Meter, ich creme mich jeden Abend ein und ich bin da auch wirklich sehr trocken. Deswegen brauche ich da auch wahrscheinlich gut was von. Aber es ist ja nicht so, als ob ich das essen würde. Aber das ist so schnell immer leer. Ich bin da immer erstaunt drüber. Aber gut, ja, ist wie es ist. Denn das wird auf der Haut so, so toll. Und das zieht schön ein, obwohl das ja auch so ein Mousse ist, was zu einem schönen Öl wird. Aber es zieht trotzdem ein. Und du hast nachher nicht dieses, meine Klamotten kleben dann nicht so auf meinem Körper. Wisst ihr, was ich meine? Und das ist halt bei diesem, also das mag ich einfach so gerne. Deswegen finde ich das ganz, ganz toll. Und den Duft mag ich auch gerne. Aber schade, dass das so schnell leer ist, ne? Gut, das sind auch nur 150 Milliliter, wenn man das mal so sehen möchte. Weil wenn du sonst so eine Bodylotion hast, mit, ja, wie viel sind da sonst drin? 250 oder so? Weiß ich nicht. Aber es geht halt unfassbar schnell leer und das finde ich irgendwie komisch. Dann habe ich aufgebraucht und da muss ich Jenny nochmal Bescheid sagen, dass die mir noch einen aktuellen Code zukommen lässt. Ich glaube, die ist immer sehr fancy. Claudi mit 3i oder so. Jenny, Miss Curly Jen, ist hier auf YouTube ja und macht Beauty-Content, ist bei uns in der Trashy-Gruppe auch drin. Und die hat sich selbstständig gemacht mit Duftwachsen. Und ich habe jetzt aktuell bei mir im Melt-Warmer drin und ich brauche auch echt nicht viel davon auf, weil die so ergiebig sind. Also ungefähr einen Monat habe ich davon und ich mache diese Lampe so häufig an. Ne? Die Farbe Lila, so ein toller Duft. Und sie hat Miss Curly Wachs. Das ist ein Online-Shop, da könnt ihr gerne vorbeischauen. Das gibt es auch bei ihr im Ort stationär. Und ja, also ganz toller Duft. Ich weiß nicht, ob es genau den auch gibt jetzt wieder. Es ist so ein schöner Parfümduft. Aber ich kriege da keine Kopfschmerzen von und das ist mir irre wichtig, denn ich bin sonst ja so migränemäßig unterwegs. Aber das sind Düfte, die ist so kreativ. Also schaut gerne mal im Onlineshop vorbei. Da seht ihr auch diese Auswahl, nicht nur von der Optik her der Produkte, sondern auch von den Düften her. Das ist der Wahnsinn. Und ja, ich habe auch mal ordentlich bei ihr bestellt und das wird nach und nach aufgebraucht. Ich glaube, mit meinem Code könnt ihr 10% oder so sparen, weiß ich jetzt nicht. Verlinke ich euch auch in der Infobox. Schaut gerne bei ihr vorbei, unterstützt sie super gerne. Mega. Also den Duft mochte ich richtig gerne oder mag ich immer noch. Ne? Dann habe ich hier Stilleinlagen. Jo, ne? Die brauche ich halt. Und die helfen mir auch. Also auch wenn ich am Auslaufen bin, helfen die mir sehr, sehr gut. Die sind von Baby Love Mama. Ich habe die halt, weil die in einem Großpack sind und ich die halt in einem Großpack kaufen kann. Ansonsten hätte ich, glaube ich, die Baby Dream lieber von Rossmann. Ja, weil die hier rutschen schon sehr. Da habe ich halt eine Klebefläche, eine kleine. Und es ist halt so, dass wenn man dann ja stillt, dass man dann ja auch das alles aufklappt, hin und her klappt und es rutscht irgendwie ständig. Und ich sehe das auch manchmal einfach im Laufe des Tages, dass ich dann so in den Spiegel gucke oder an mir runter gucke. Und auf einmal hängt mir dann ungefähr hier, also hier so, eine Stilleinlage guckt dann so aus dem Top raus, so ups. Ne, ich muss jetzt auch mal gucken. Ja, nee, alles an Ort und Stelle. Aber das ist halt wirklich schade, muss ich sagen. Das nervt ein bisschen. Nachts ist es halb so wild, ne? Da sollte es eigentlich schon an Ort und Stelle bleiben, eigentlich, weil ansonsten laufe ich aus, das ist halt auch blöd, aber über Tag ist es dann ein bisschen peinlich, aber ist okay, ich kaufe mir die immer wieder, muss man halt immer mal wieder abchecken. Dann habe ich hier von Yepoda zwei Masken gemacht. Die haben jetzt bei sich im Online-Shop auch diese Masken und da schaut gerne mal vorbei, denn vom Preis her, wenn ihr euch das 5er-Pack holt und dann noch den Code mit 30% drauf anwendet, ist das so günstig. Dann kriegt ihr pro Maske die Maske für unter 5 Euro. Das ist Drogeriepreis, Leute. Das ist der Wahnsinn. Die sind so genial. Du kannst die
zwei, dreimal verwenden, weil da so viel Feuchtigkeit drin ist. Die haben drei verschiedene. Zwei kann ich aktuell verwenden. Die dritte kann ich leider nicht verwenden, weil da ist ein chemisches Peeling drin. Das kann ich halt erst so ab, ja, ich sag mal, ungefähr Mai, wenn ich nicht mehr stille, halt anwenden. Ne? The Recovery Moment, das ist eine beruhigende Maske mit Niacinamiden, Panthenol und Calendula, also Ringelblume. Die habe ich super gerne zum Beispiel verwendet. Karneval hatte ich mich extrem geschminkt. Habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, wenn ihr mir auf Instagram folgt. Claudis Welt unterstrich, da habe ich einiges an Fotos und Mini-Videos gepostet. Und hier müsste auch bald ein Vlog online kommen. Da habe ich das auch getragen. Ja, clownweiß und super krass geschminkt. Aber wenn ich dann, also als ich dann abends nach Hause kam, brauchte ich halt irgendwas, um mich zu beruhigen, weil ich hatte dann ja den ganzen Tag mein Gesicht krass geschminkt. Und ja, das hier hat mir sehr, sehr geholfen. Das ist so schön und danach ist die Haut wieder richtig babyzart. Und wenn ich die dann verwendet habe, wieder vorsichtig zusammenfalten und hier reinmachen. Du hast so viel Serum hier drin, ne? Da hast du richtig lange was von. Mega geil. Und die Verpackung ist auch noch aus Kartoffelstärke. Ein Traum, ich sag's euch. Und hier habe ich The Timeless Moment. Das ist Slow Aging, also quasi langsame Alterung. Denn du kannst den Alterungsprozess natürlich nicht verhindern. Jeder Mensch altert, ist normal. Mit einem Peptid- und Beerenkomplex. Und die mochte ich auch sehr, sehr gerne. Die habe ich gestern Abend noch einmal verwendet und dann war sie auch aufgebraucht. Ne? Ich mag die einfach gerne und ich freue mich schon drauf, wenn ich die im Sommer richtig schön in den Kühlschrank packe und mir dann so nach einem richtig anstrengenden Tag, wo ich im Garten war, aufs Gesicht lege, mag ich wirklich gerne leiden. Und ja, das sind feuchtigkeitsspendende, sehr, sehr tolle Masken, die sehr empfehlenswert sind. Was sagt mein Telefon? Ich habe von meinem Schwiegerpapa ein Herzchen bekommen auf ein Bild, was ich ihm geschickt habe, wo Schatzi mit Julius eben Lego gebaut hat, beziehungsweise Klemmbausteine. Richtig süß. Okay, dann habe ich hier noch Augenpatches. Die habe ich mir selber gekauft, weil es was gratis mit dazu gab, als ich bei Flaconi bestellt habe von Rodial oder Rodial Snake Jelly Eye Patches Freeze and Smooth. Jo, die waren einfach super. Die haben mir richtig gut gefallen. Das waren Augenpads. Halt eine etwas hochpreisigere Pflegemarke, aber mag ich einfach gerne. Genau, war schön. Dann habe ich hier von Mask Me Up die ohne Parfüme Energizing Sheet Mask mit Acai-Beeren-Extrakt und die mochte ich auch sehr gerne leiden. Beruhigt und pflegt habe ich mich hier drauf geschrieben. Auch das ist immer eine ganz schöne Geschichte. Die hatte ich, glaube ich, in der Goodiebox oder im Goodiebox Adventskalender mit drin. Ich habe wieder mal sehr viele Masken gemacht, wer hätte das gedacht, ne? Aber auch die Haare haben eine Maske bekommen und zwar von Christophe Robin, eine Hydrating Melting Mask. Ja, die hatte ich mal irgendwo im Adventskalender. Der Duft war gewöhnungsbedürftig. Von der Pflege her fand ich die nicht so überragend. Also ich finde schon, dass die Haare gepflegt hat, aber auch gleichzeitig irgendwie nicht. Also das war nichts, wo ich sagen würde, oh mein Gott, die brauche ich auf jeden Fall nochmal in groß. Nee, das auf gar keinen Fall. Nee, das würde ich nicht sagen. Nee, da gefällt mir tatsächlich das Banana Hair Food von Garnier besser sogar. Dann habe ich hier ein Shampoo aufgebraucht. Das habe ich hier aus Versehen noch reingetan, das gehört hier gar nicht rein. Ich habe hier so ein... Das von LA Cosmetics, das gehört da gar nicht rein. Das gehört in meine... Hier zu meinen Schwämmchen, Leute. Da gehört das rein. Habe ich mich vertan. Linda Halberg kriegt ihr bestimmt bei Purish auch aktuell reduziert. Mit Claudis Welt 15. Müsst ihr in meiner Infobox vorbeischauen. Da habe ich euch die ganzen Marken hier reingeschrieben. So. Ein Shampoo von John Frieda. Frizz Ease Wunderreparatur. Das mochte ich sehr, sehr gerne. Da haben meine Haare auch enorm lange nach geduftet. Das fand ich schön. Und ich mag ja sowieso John Frieda sehr, sehr gerne. Habe das auch damals super häufig verwendet. Bei Shampoo sollte man halt drauf achten, dass man immer wieder wechselt. Bei Shampoo ist es nämlich was anderes als bei Skincare. Denn die Kopfhaut und die Haare sollten sich eigentlich nicht unbedingt an das Shampoo gewöhnen, weil sie dann schneller nachfetten. Und das ist mehr so dieser Labello-Süchtig-Mach-Effekt, wisst ihr? Ne? Dass halt quasi die Haare und die Kopfhaut sich zu sehr dran gewöhnen. Wenn ihr da immer wieder wechselt, dann ist es gut. Wenn ihr aber bei Skincare immer wieder wechselt oder zu schnell wechselt, dann wird die Haut irritiert. Das ist total verrückt, aber so ist das tatsächlich. Also merken, Skincare solltet ihr beständig bleiben. Und wenn ihr wechselt, wirklich nur ganz, ganz, ganz langsam das ausschleichen lassen oder umwechseln. Und bei Haarprodukten
tatsächlich ständig wechseln. Also das mache ich auch. Ne? Nicht nur, weil ich gerne einen Austester, Ausprobiermensch bin, sondern weil das tatsächlich für die Haare auch besser ist. Ich weiß das nämlich, damals haben wir immer Schauma gehabt. Immer. Hatte Mama auch immer das gleiche Shampoo gekauft. Und ich habe mich gewundert, warum meine Haare so krass immer fettig waren und nachgefettet haben. Klar, Pubertät und so, ne? Aber schon blöd. Tatsächlich. Und dann habe ich irgendwann mal gehört, dass man das halt so machen soll, dass man eben immer wieder hin und her wechseln soll. Und sei es, dass du einfach zwei verschiedene Shampoos immer hast und wenn eine Flasche leer ist, dann zur nächsten übergehst. Ne? Und das habe ich dann gemacht und habe gemerkt, dass es irgendwie viel besser für meine Haare war. Und die sind dann auch besser gewachsen und waren glänzender. Also es hat mir wirklich gut gefallen. Einfach nur mal, falls ihr vielleicht Probleme mit den Haaren oder der Kopfhaut habt, das einfach mal ausprobieren. Und es kostet ja nichts, wenn ihr das, also schon, aber es kostet ja nicht viel, wenn ihr das so mit günstigen Shampoos einfach mal ausprobiert, da einfach immer hin und her zu switchen. Ne? Ich meine, dass jemand mir sogar mal geschrieben hatte, dass sie den Tipp befolgt hat und dadurch ihre Haare enorm besser geworden sind. Ich will mich jetzt nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen. Okay, dann habe ich natürlich noch eine weitere Maske aufgebraucht und die hatte ich mal irgendwo in dem Purish Sale gekauft. Das ist von Vamisa eine Maske gewesen. Das ist auch so K-Beauty Organic Fruits Hydro Gel Mask. Die war, also hat Strahlkraft gegeben, hat revitalisiert und getont, aber sie hat keine Feuchtigkeit gespendet, aber es verspricht sie halt auch nicht, ne? Ja. Ansonsten hat die mir gut gefallen. Dann habe ich hier drauf geschrieben, wie Obst- und Gemüseglibber im Face. Tatsächlich erinnere ich mich an irgendwie so Glibberstückchen, die dann tatsächlich noch mit drauf waren. Ja, das war schon crazy. Aber es war gut. Ja, hat mir gut gefallen, hat meiner Haut auch gut gefallen. Ja, so. Ich habe ja noch so viele Masken, aber ich will euch schon so ein bisschen Abwechslung auch geben, ne? Dann habe ich hier so ein bisschen Slip-Einlagen aufgebraucht von Yessa, die Classic Lang. Ja, ich brauche sie jetzt wieder vermehrt. Ich hatte, als ich Julius geboren hatte, habe ich zeitweise gedacht, so, hä, irgendwas hat sich ganz komisch umgestellt, weil ich halt nicht mehr so viele Slip-Einlagen benötigt habe wie vorher. Und dann hatte ich das Gefühl, dass sich untenrum bei mir alles nicht mehr so ordentlich reinigt von alleine, wie es das vorher getan hat. Habe ich das vorsichtig genug ausgedrückt? Ich hoffe. Und da hatte ich echt Bedenken und habe dann auch meine Frauenärztin gefragt und meine Hebamme, ob sich das irgendwann wieder reguliert. Und die haben gesagt, ja, wart nur ab. Und irgendwann bekommt man ja auch die Tage wieder, wenn man dann ja auch nicht mehr stillt und so. Und es hat sich auf jeden Fall wieder reguliert, sodass ich jetzt wieder vermehrt Slip-Einlagen benötige und sich unten alles wieder etwas reguliert hat. Läuft. Jetzt bin ich selber so nervös, dass ich das Ding runterschmeiße. Okay, dann habe ich hier einen Lippenstift aufgebraucht. Da habt ihr mich jedes Mal, wenn ich ihn drauf hatte, gefragt, was ist das für einer? Weil der so schön aussah, aber den gab es leider nicht mehr zu dem Zeitpunkt. Deswegen habe ich ihn aufgebraucht von Benefit. Double the Lip, they are real. Das ist so ein Ding gewesen, das war vor Jahren, also wirklich vor 5 Jahren oder so. Na, nicht ganz. 4 oder 3 in einer Glossybox Sonderedition mal drin gewesen. Und ja, den gibt's nicht mehr, ne? Lusty Rose und Beyond Sexy Lipstick and Liner in One. Das ist so ein ganz tolles Ding gewesen. Und diese Farbe ist traumhaft schön. Ja, holla die Waldfee. Es ist noch relativ gut gefüllt hier. Hier habe ich noch was von Yepoda und da muss ich sagen, das fand ich nicht ganz so gut. Ich lobe ja gerne meine Kooperationspartner, dass sie tolle Produkte machen und so und dass ich die Produkte gerne verwende. Und das Produkt hier drin finde ich auch gut. Man kriegt es nur nicht wirklich raus. Und zwar ist es von Yepoda The Midnight Magic mit Ziza, Lavendel, eine Sleeping Mask, also quasi eine Nachtcreme. Ich liebe dieses Produkt. Das ist so eine tolle Nachtcreme gewesen, die meine Haut wirklich gut vertragen hat. Hat schön die Haut beruhigt. Ziza ist ja Tigergras. Und da erinnere ich mich super gerne an die Worte von Katrins Welt und so, die gesagt hat, dass Tigergras heißt, weil wenn Tiger eine Wunde haben, gehen die von alleine in dieses Tigergras, um sich dann damit einzureiben, wälzen sich da drin, damit die Wunde schneller verheilt. Das heißt, ne, sie beruhigen sich damit ja auch ein Stück weit
also ihre Wunden. Und deswegen ist es halt super genial, dass sowas in Pflegeprodukten mit drin ist. Aber Leute, ich musste 20 Mal pumpen. Dieser Pumper war, glaube ich, auch kaputt, bis ich das Produkt rausgekriegt habe, um es in mein Gesicht zu geben. 20 Pumphübe. Ich habe bei anderen gesehen, zum Beispiel bei Shigitas Place, die musste nur 2 Mal pumpen, hat die was rausgekriegt. Das hier ist jetzt auch mit dem neuen Logo, ne? Also ich hätte jetzt eigentlich gedacht, naja, vielleicht ist es eine alte Charge oder so, dass es da irgendwie noch nicht ganz so überarbeitet war. Nee, also das ist, schade Schokolade. Ich habe es auch nicht ganz rausgekriegt. Man sieht ja auch so ein bisschen, hat sich hier noch an der Seite angesammelt, ne? Und ich meine mich zu erinnern, dass bei der Tagescreme davon das gleiche Problem war bei mir. Ist super ärgerlich, vor allem weil du kriegst hier oben dieses Ding wohl ab. Hä, warum habe ich das denn bislang nicht abgekriegt? Ja gut, dann werde ich das Produkt, was ich jetzt hier drin habe, noch mit dem Ding hier rausnehmen und mir auftragen. Sehr gut, stelle ich mir dann zur Seite. Hä, ich habe gedreht wie eine Bekloppte, Leute. Habe ich zu doll gedrückt? Nee, ich weiß es nicht. Ich bin gerade überrascht. Okay, ja gut, dann werde ich den Rest vom Schützenfest hier noch irgendwie versuchen rauszukratzen und aufbrauchen. Aber das fand ich echt blöd, muss ich sagen, ne? Weil das Produkt an und für sich, wie gesagt, sehr, sehr geil war. Dann habe ich von Hashtag Be Routine eine neue Maske aufgebraucht. Die sind jetzt auch neu, ne? 100% pflanzliche Faser. Das machen die jetzt immer mehr und das finde ich super sympathisch, dass du quasi die Fliese oder was auch immer, woraus auch immer dieses Gedünsten besteht, was du dir aufs Gesicht gibst, ne? Dass es biologisch abbaubar ist. Finde ich so gut. Und das hier ist natürlich die Lulu Melon Maske gewesen. Glow Booster spendet der Haut sofort Feuchtigkeit. Mochte ich sehr gerne. Wirklich sehr gut. Fließ top, Feuchtigkeit top, Pflege top, super Duft. Mochte ich einfach gerne leiden, ne? Eine schöne Drogeriepflege, die man sich durchaus mal anschauen kann. Dann habe ich noch passend zu dem Shampoo von John Frieda Frisees Wunderreparatur den Conditioner leer gemacht. Auch traumhaft, ne? Also nicht nur vom Duft, sondern auch von der Pflege. Und ich meine, dass das Duo mal irgendwo auch in der Glossy Box oder in der Pink Box oder so drin gewesen ist. Das mochte ich gerne. Ich will nicht nur Masken zeigen. Dann habe ich hier eine Kerze von Glade aufgebraucht. Ich weiß nur nicht, welcher Duft das gewesen sein soll. Oh, da riecht sehr holzig. Man sieht hier auf jeden Fall, dass das sehr hübsch aussah. Und jetzt blinkt auch noch mein Akku. Mochte ich gerne leiden. Ach, hier habe ich es draufgeschrieben. Honey and Chocolate. Honey and Chocolate. Ja, mochte ich gerne. Ist okay runtergebrannt. Noch mehr von Rituals habe ich aufgebraucht. Ich mag auch einfach gerne The Ritual of Meer eben zu dieser kalten Jahreszeit, ne? Hier habe ich die Loving Body Cream mit 70 Millilitern. Auch hier wieder diese orange Zedernholzgeschichte. Ich mag die sehr, sehr gerne. Also dufttechnisch toll. Hier haben wir einfach eine sehr dicke Body Cream. Sehr reichhaltig, sehr, sehr feuchtigkeitsspendend und nährend und pflegend. Und eine ganz tolle Geschichte. Kann ich euch einfach ans Herz legen. Ihr habt bei Rituals Produkten halt grundsätzlich so eine Parfümbombe, ne? Aber ich mag das schon ab und an ganz gerne. Da darf das auch einfach sein. Dann habe ich hier noch eine Maske von Action aufgebraucht. Und zwar The Mask Doctor mit Niacinamiden. Die verfeinert, ebnet das Hautbild, gibt leider keine Feuchtigkeit, aber hat eine tolle Passform. Und die mag ich. Ne? Also für eben das, was sie machen möchte, Brightening and Glowing, ist sie definitiv geeignet. Dann habe ich hier ab und an, ne? Man braucht sowas halt, die Allzwecktücher feucht von Denkmit habe ich hier. Ich verwende die für alles Mögliche zum Saubermachen, mal eben zum drüber herwischen. Natürlich habe ich auch einen Lappen und Wasser und Allzweckreiniger, ist klar. Aber für mal eben schnell sind die einfach super. Oder wenn ich hier oben bin, um Swatches zu entfernen zum Beispiel, nehme ich das ganz gerne. Ja, das verträgt mein Arm. Also im Gesicht würde ich die natürlich nicht verwenden, ist klar, aber Swatches, wenn ich hier so Reels oder sowas oder Shorts drehe. Wassermelonenduft ist total großartig, wenn man einen Wassermelonenduft hat bei sowas, ne? Geht so. Dann habe ich hier von Ava & May, ich hatte ja eine Kooperation letztes Jahr mit Ava & May und habe dementsprechend einige tolle Duftkerzen zugeschickt bekommen, um sie auszuprobieren. Und es brennen hier auch immer wieder welche, die teilweise noch in der Kooperation halt zu mir gekommen sind oder halt durch Adventskalender oder so, ne? Oder halt selbst bestellt. Und hier hatte ich die Havana Cuba, die hat hier auch eine ganze Weile im Hintergrund gebrannt. Und guck mal, die ist richtig toll runtergebrannt, weil ich auch immer zugesehen habe, dass die Oberfläche sich immer schön verflüssigt hat. Und das ist ein ganz toller Duft. Den Duft habe ich auch so wahrgenommen, als wäre mein Papa immer mit mir hier im Raum. Das war einfach eine schöne Herzenswärme-Geschichte für mich. Weil mein Papa auch irgendwie so ähnlich riecht wie Havana Cuba, ne? Ganz angenehm, so ein leichter Lederduft war auch mit dabei, also ganz cool. Und
Da habe ich immer an meinen Papa gedacht. Das war schön. Ja, dann habe ich hier noch eine Maske, wo ich mega drauf geschrieben habe, von Eborian Korean Skin Therapy. Ihr merkt so einen roten Faden, was Masken angeht, ne? Ich stehe auf diese K-Beauty-Geschichten. Natürlich mag ich auch super gerne die Hydrogel-Maske von Dalton. Das ist für mich halt so eine richtig langanhaltende, nachhaltige Geschichte. Also da hast du auch dreimal was von. Ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt einmal auch aufgebraucht habe. Ich glaube nämlich nicht. Die hält dir auch tatsächlich, dein Gesicht sieht wirklich lange dann mit Feuchtigkeit versorgt aus. Sowas würde ich persönlich immer vor sehr wichtigen Anlässen verwenden. Also von einer Hochzeit oder von einer Abschlussfeier oder sowas, ne? Genau. Und weil die halt auch einfach mal nicht günstig ist. Aber hey, mit Beauty Claudi bekommt ihr die aktuell 20% günstiger, was sehr, sehr cool ist. Naja, auf jeden Fall habe ich hier jetzt von Eborian die Korean Skin Therapy Ginseng Shot Mask aufgebraucht. Ich weiß nicht warum. Ich habe eine ganze Zeit gedacht, dass das hier ein Shrimp wäre. Ist es natürlich nicht. Das ist Ginseng. Ne, das ist die Pflanze. Aber so von Weitem, man merkt, ich trage normalerweise eine Brille, ne? sieht das doch aus wie eine Garnele, oder? Oh Mann, ey. Ja, die fand ich auf jeden Fall mega. Habe ich auch mal irgendwo, ich glaube, bestellt, weil ich irgendwas anderes dafür gratis bekommen habe. Oder andersrum, keine Ahnung. Manchmal, ne? Ist das so. Natürlich haben wir hier auch Klopapier aufgebraucht. Das ist von Sanft und Sicher, dieses... Gibt es, glaube ich, jetzt nicht mehr. Jetzt ist, glaube ich, die Rainbow Edition angesagt. LE mit einem schlittschuhfahrenden Eisbär und Leute. Das war so witzig. In dem Hall habe ich auch mit sehr ernster Miene gesagt. Aber hallo, Achtung, ganz viel Ironie war da drin. Dass es natürlich ein Eisbär in seiner natürlichen Umgebung ist und so weiter. Ne? Und da hat tatsächlich jemand den Joke nicht verstanden. Tatsächlich. Ich musste so lachen, als ich das gelesen habe, ne? Ja, du kriegst ja für alles und nichts, sage ich mal, Kritik hier, aber das war schon ziemlich ulkig. Komm, wir machen mal weiter mit Masken. Das ist auch im neuen Isana Trendturm, die Ceramid-Tuchmaske mit Hyaluron und Shea-Butter für sofort glattere Haut. Die mochte ich auch sehr gerne. Das Vlies ist 1A. Es fühlt sich sehr weich an. Ich glaube, das ist dieses Tencel, oder? Ich glaube schon. Nass-cremig war das, was hier drin war an Flüssigkeit. Die Passform ist eher ausbaufähig, aber ich weiß nicht. Ich habe auch jetzt nicht so eine... Habe ich eine normale Gesichtsform? Ich habe eigentlich ein ziemliches Mondgesicht, also relativ rund, ne? Ja... Ich habe auch kein kleines Gesicht. Mein Gesicht ist ja auch relativ groß. Stirnsachen sind mir meistens zu lang. Keine Ahnung. Aber dafür fehlt es dann meistens hier so an den Seiten. Egal. War aber eine super Pflege hier drin. Also beim neuen Isana Trendturm könnt ihr euch die auf jeden Fall auch hart gönnen. So. Dann habe ich hier noch eine Kerze von Neom. Die war teuer. Ja. Organics London Real Luxury Lavender Jasmine and Brazilian Rosewood De-Stress. Ja, war ein schöner Duft. Mochte ich gerne leiden. War wirklich ein intensiver Duft. Ist jetzt nicht perfekt ausgebrannt, aber die war auch im Wohnzimmer. Ich glaube, dass ich die ab und an mal ein bisschen zu früh ausmachen musste. Weil wenn ich ins Bett gehe, mache ich Kerzen natürlich aus. Es sei denn, ich vergesse die hier oben. Ne? Kriege ich Anschluss von meinem Freund. Ist dann auch nicht so bombastisch. Weil der kriegt das irgendwie immer mit. Frag mich nicht wie. Ja, das hier war auf jeden Fall eine relativ hochpreisige Kerze. Hat man gerochen, dass sie so mega teuer war? Eigentlich nicht. Aber sie roch auf jeden Fall ganz angenehm. Es war halt so eine schöne Kombination von Düften, ne? Definitiv eine schöne Geschichte, kann man sich gönnen. Eine Augencreme habe ich leer gemacht von Kylie Skin. Die Eye Cream bei Kylie Jenner, 17ml sind hier drin gewesen. Mochte ich jetzt nicht so gerne, würde ich jetzt auch nicht empfehlen. Zum einen, weil ich dieses Ausdrückding nicht so gerne mag, ne? Man sieht auch, es wird spackig. Und zum anderen, weil ich die ersten Male, als ich das angewendet habe, sogar ein leichtes Brennen um meine Augen hatte. Also meine Augen mussten sich erstmal an dieses Produkt gewöhnen. Das ist sowieso schon mal nicht ganz so geil. Und ich finde, dass die von der Pflegewirkung her auch nicht das gemacht hat, was ich mir normalerweise von einer Augencreme erhoffe. Also normalerweise erhoffe ich mir, dass eine Augencreme dann auch wirklich meine Trockenheitsfältchen wegmacht. Und also gerade so hier außen, ne, und auch verhindert, dass Concealer creased oder sowas.
Also die war echt nicht so geil. Ich würde die nicht so empfehlen. Ich fand die jetzt nicht so mega schlimm oder schlecht oder sonst irgendwas. Aber für meine persönlichen Hautbedürfnisse mit meinen 33 Jahren und auch meiner 33-jährigen Unteraugenpartie fand ich die persönlich nicht ganz so gut geeignet. Dann habe ich natürlich noch eine Maske leer gemacht. Und zwar ist das die Isana Get the Glow Peptid- und Ceramid-Tuchmaske. Ist das auch immer im aktuellen Trendturm? Keine Ahnung. Fand ich okay. Hier fand ich das Vlies übrigens doof. Etwas zu dick. War glowy. Feuchtigkeit trotz viel Serum eher nein. Ne? Also war okay. Ja. Also, weil sie Glow gegeben hat. Aber halt nicht so die Feuchtigkeit. War eine Limited Edition. Vielleicht ist die auch gar nicht mehr da. Die war mit Hyaluronsäure, Vitamin E und Allantoin. Vitamin E ist das Schönheitsvitamin. Ja, ja. Vitamin E, Vitamin E. Oje, Mini. Das war witzig. Das habe ich, glaube ich, von Nicole Nina Wien bekommen. Das ist eine Massagekerze, heiße Bärchen. Und ja, die war gut. Das Massageöl war auch sehr angenehm. Habe ich einfach als generelles Körperöl verwendet. Für Hupis und Oberschenkel. Und ja, war ein toller Duft. War ein angenehmes Produkt. Und war schön. Kann ich mich eigentlich nur von Herzen bei Nicole Nina Wien bedanken. Hier hat sie drauf geschrieben, was auch passiert. Du hast starke Menschen um dich, vielleicht auch einen, der dir hilft zu entspannen. Sie hatte mir nämlich ein Paket fertig gemacht, als es mir mal gar nicht gut ging. Ich glaube, das war sogar das Paket, was sie mir geschickt hatte, als ich meinen Job gekündigt habe oder so. Ganz, 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 ganz lieb von ihr. Und ja, da habe ich jedes Mal an sie gedacht, als ich diese wunderschöne Kerze dann angemacht und danach auf meinen Körper gegeben habe. Ja, dann habe ich eine Fußcreme leer gemacht von O'Keefe's. Ich glaube, O'Keefe's heißen die, oder? For Healthy Feet Food Cream. Also, die ist sehr reichhaltig und sehr pflegend. Die macht auch schöne Füße. Aber ich habe das Gefühl, dass man die eigentlich, ich mache die abends drauf, dass ich die dann theoretisch morgens abwaschen müsste. Weil, wenn ich dann am Abend darauf mir die Füße angucke, haben die so einen komischen Weißschleier drauf, als hätte ich Sonnencreme drauf gemacht und diese Sonnencreme eintrocknen lassen. Ganz komisch. Und ich habe die teilweise auch echt dünn drauf gemacht, ne? Also, die ist irgendwie geil, aber irgendwie auch nicht. Ich weiß es nicht. Also, ich bin da jetzt noch nicht so von überzeugt, dass ich sage, oh Mensch, ich brauche da auf jeden Fall noch ein Backup von. Eher weniger, ne? Eine Maske habe ich leer gemacht. Und zwar von MDO bei Simon Urian MD. Cosmic Dermalogio, egal. Ja, Skin Rescue Sheet Mask. Die war dünn, nass und schön pflegend. Top, hat mir gut gefallen. Jo, schöne Maske, kann man machen. Noch eine Maske habe ich gemacht. Und zwar diese 48 Grams. Die war auch in irgendeiner Box. 48 Grams heißt das übrigens, Claudi. Hyaluron, Biomembranmaske. Hier habe ich sehr viel drauf geschrieben. Leider nur viel Tamtam um nichts. Doppelt so dick wie Dalton. Also das, die Biozellulose-Geschichte. Ne? Also richtig, richtig dick. So dick, dick halt. Ne? Richtig dick. Sehr gummimäßig. Überhaupt nicht anschmiegsam. Am Ende war kein Effekt merkbar. Mit ganz viel Goodwill spannte die Haut nicht so sehr wie ohne, aber nö. Ja, da war ich leider wirklich enttäuscht, weil da war halt super viel Kram drumherum und hier stand auch super viel drauf, wie man die anwenden soll und Your Skin Deserves a Spa Day und so. Nee, also da macht lieber die von Dalton, das ist einfach eine schönere Pflege, die, ne, mag ich auch einfach sehr gerne, weil die von Dalton ist so saugnapfmäßig, die ist mir halt ständig runtergefallen, eben weil sie so dick war. Und das ist halt die Sache, wenn ein, also es gibt immer so ein Zwischending zwischen, sie ist viel zu dünn und labberig und ist unangenehm und sie ist viel zu dick und fällt mir vom Gesicht, wenn ich mich bewege, weil ich creme mich ja meistens ein, während die Gesichtsmasken einwirken, ne, dass ich da meinen Körper eincreme und so. Und die ist mir halt dann auch immer ständig so hier, dass sie sich abgelöst hat. Bei der von Dalton, die ist ein Saugnapf. Die ist großartig. Und die habe ich echt nicht leer gemacht. Ich bin ja verrückt. Dann habe ich hier von Victorian die Ginger Joy Kerze aufgebraucht. Die riecht jetzt so nicht mehr. Die hat auch gar nicht so gerochen. Die war auch in einem Adventskalender drin. War das im Höffner Adventskalender oder so? Wie gesagt, die ist gut ausgebrannt. Und die mochte ich auch wirklich von der Kerze an sich gerne leiden. Aber problematisch war halt ganz einfach, dass wir hier keinen großen Duft hatten. Also du riechst auch jetzt gar nichts mehr davon.
Genau, die muss ich auch zur Seite stellen, denn ich sammle die Kerzen. Ich habe jemanden über eBay Kleinanzeigen kennengelernt und die bekommt die immer von mir. Die gießt daraus dann oder da rein dann immer neue Kerzen und verwendet die halt, ne? Ist immer ganz cool. Dann habe ich hier eine Zahnpasta drin, die hat mein Freund mir gegeben und zwar von Dental Cosmetics. Ich habe mir ja für dieses Jahr vorgenommen, nicht mehr über Zahnpasten in Beautyboxen zu meckern. Und es ist tatsächlich so, dass mein Freund auch sehr, sehr gerne sich durchprobiert und zu den Menschen gehört, die auch gerne solche Produkte dann verwenden. Okay, dann nöle ich halt nicht mehr. Tut mir weh so ein bisschen und jedes Mal stirbt ein kleiner Teil von mir, wenn ich mich nicht darüber beschweren darf und nicht nölen darf. Das war Ironie, Leute. Ja, auf jeden Fall hat er die Swiss Dent Dental Cosmetics Extreme Whitening Toothpaste aufgebraucht. Fand er gut. Ich habe ihn gefragt, er fand die gut, er mochte die gerne leiden. Wenn ich sie nochmal irgendwo in der Box habe, nimmt er die gerne. Ja, war schön. Dann habe ich noch eine Kerze. Eben waren es die Masken, jetzt sind es die Kerzen. Die ist auch gut ausgebrannt. Das war eine aus der Eigenmarkengeschichte von Rossmann oder so, glaube ich dann. Ne? Hier habe ich mir aber nicht drauf geschrieben, welche das war. Das ist natürlich schade. Irgendeine bärige. Die riecht auf jeden Fall sehr angenehm, sehr, sehr schön. Und ist, wie ihr sehen könnt, auch schön runtergebrannt. Ein bisschen was ist hier noch drin, aber ansonsten auch so von den Rändern her. Ne? Echt gut. Dann habe ich noch so eine Eigenmarkengeschichte gehabt. Nee, das war eine Glade-Kerze gewesen. Guck mal, weil das ist auch eine Glade. Das hier war Marshmallow Irish Cream. Die hat auch sehr angenehm gerochen, aber halt auch wieder sehr dezent. Ne? Ist nicht so schön ausgebrannt. Die war auch irgendwie in einem komischen Behälter, glaube ich, drin. Ich glaube, die stand auch ganz blöd so am Kamin dran, sodass dann quasi diese Seite auch noch vom Kamin mitgewärmt worden ist und deswegen schneller abgebrannt ist, ist klar, ne? Ja, hat auf jeden Fall für Stimmung gesorgt und war okay. Dann habe ich noch zwei aus dem Arva and May Adventskalender verdüftelt. Das sind diese beiden. Die hast du halt echt nicht gerochen, ne? Das war einmal die North Pole Santa Sleigh Ride und die Mauna Loa Volcano Hawaii, ne? Hast du nicht gerochen, weil viel zu klein und viel zu großer Raum unten. Das war da nix. So, aber waren halt Kerzen. Das hier war das, wovon ich eben gesprochen habe. Mundmaske, falls ihr das irgendwo bei euch in der Box mal drin hattet und zu Hause rumfliegen habt, probiert es mal aus. Ich habe es in Trashy drin gehabt, in Trashysaurus. Das ist dieses Serum Infused Eye Mask Produkt. Das habe ich mir gerne morgens unter meine Augen gegeben. Und dann halt auf den Rest des Gesichts einfach eine Crememaske. Und das muss auch nicht lange einwirken. Das hat halt einfach für Reduzierung der Augenschatten gesorgt und für eine wirklich, also einen schönen Effekt gegeben. Ne? Auch so ein bisschen Falten wegmachen und so. Mochte ich sehr, sehr gerne leiden. Und immer wenn ich das irgendwo in irgendwelchen Boxen oder so drin habe, gönne ich mir das super gerne. Denn tolles Produkt, wirklich. Und eine super gute, nachhaltige Alternative meiner Meinung nach zu den ganzen Augenpads, die es so gibt, weil viel weniger Müll und du hast da richtig lange was von. Ne? Sieht ein bisschen aus, als wärst du einmal so durch den Biomüll gegangen mit deinen Fingern und hättest so gemacht, aber ist schön, ich mag's. Dann habe ich hier eine Bodylotion aufgebraucht von Balea, Sense of Magic mit Vanilleextrakt und Shea Butter. Die hatte ich von Melli im Adventskalender drin und die mochte ich sehr, sehr gerne. Nicht nur vom Duft her, sondern auch, weil die sehr schön eingezogen ist. Ich hatte sonst immer das Problem mit den Balea-Produkten, dass die sehr streifig werden und dass die einfach nicht einziehen wollen. Das war bei der hier etwas anders. Ich weiß nicht, ob es die auch in groß gibt, dann würde ich mir die tatsächlich nachkaufen, weil ich den Duft sehr, sehr gerne mochte. Ne? War aber, glaube ich, eine Limited Edition aus der Weihnachtszeit. Yo, what have we new? Wir haben hier noch von Bubble Tea Peony and Cherry Blossom ein sehr, sehr enttäuschendes Duschprodukt drin. Duft war zu wenig Kirschblüte für mich, sehr gelig und fest, aber es war halt okay. Ja, aber der Duft, ne? Wenn der schon Kirschblüte verspricht, dann will ich den auch haben. Aber hat er mir nicht gegeben, war enttäuschend. Ja. Naja, dann habe ich hier ein Produkt, habe ich das aufgebraucht? Nee, das ist noch ein kleines bisschen unten drin, ist auch abgelaufen vor einem Jahr. Spot Stick Soothing and Effective Tea Tree Oil. Man darf in der Schwangerschaft ja kein
Antipickelprodukt in dem Sinne verwenden, dass du irgendwie eine Säure auf die Haut gibst mit BHA oder so, ne? Und halt auch diese Antipickelpads gingen nicht wirklich. Dementsprechend war das hier meine Rettung in solchen Momenten. Es hat so einen Roller hier oben dran und dann bin ich halt über die Pickel entsprechend drüber gerollert. Und das hat geholfen, die Pickel auszutrocknen. Was dann noch ein bisschen on top geholfen hat, war dann von Beauty Mates der Antipickel Booster. Den habe ich mir auch gerne noch punktuell aufgegeben, weil der auch gleichzeitig noch so eine entzündungshemmende Wirkung hatte, ne? Und hier haben wir das Teebaumöl, was halt wirklich vor allem austrocknend war. Und wenn man dann halt diese ganz Iba-Pickel hat, hat das gut geholfen, ne? Ein bisschen was habe ich hier noch drin, und zwar drei Produkte. Dann haben wir das Moped leer. Zum einen habe ich hier einmal die Feuchttücher, die wir für Julius verwenden, von Mama Bear, Sensitive Unscented. Das sind solche Tücher, die haben wir bei Amazon gekauft. Die kann ich auch einfach empfehlen. Die finden wir sehr schön, weil die wirklich sehr, sehr sensitive sind, ne? Also da wird nichts wund. Das habe ich mit anderen Feuchttüchern anderer Marken anders erlebt. Dann habe ich hier durch meinen Karnevalslook aufgebraucht von Clinique den Quickliner for Eyes Intense. Der war sehr, sehr schön. Hat auch wirklich gut gehalten, muss ich wirklich sagen. War zum Hochdrehen. Das war eh so ein Kajal, der mal so langsam weg müsste, ne? Deswegen habe ich den in meinem Look integriert. Konnte man auch schön hochdrehen, da muss ich nichts anspitzen. Und damit habe ich mir einen sehr coolen Look geschminkt. Da könnt ihr, wie gesagt, gerne auf Insta vorbeischauen oder halt in dem Vlog, den ich für euch gedreht habe. Und das letzte Produkt aus den aufgebrauchten Produkten von Februar ist hier ein Öl, was ich für meine Momo verwendet habe, Leute. Ja, von Voteri, die Glow Drops, sackenteuer. Und Claudia hat sich gedacht, ich möchte gerne Strahlkraft zwischen den Beinen. Illuminate Your Skin, Neroli Facial Oil. Im Gesicht fand ich das nicht so bombastisch, aber als Mumu-Gedönsen fand ich das super. Ich habe irgendwann mal so ein Video gedreht, ich glaube vor 2 Jahren oder so, wo ich gehypte Influencer-Marken getestet habe. Und da war auch etwas mit dabei, wo ich glaube Juno and Me hießen die, die auch so ein Öl halt für untenrum hatten. Und bis dato hatte ich halt solche Produkte nie verwendet. Und dann habe ich einfach dadurch gemerkt, dass es voll gut ist. Und ja, seitdem verwende ich halt Gesichtsöle, die mir im Gesicht nicht so gut gefallen. Einfach ein paar Etagen tiefer. Und ja, kann das einfach nur empfehlen, dass wenn ihr auch sowas habt, ne, dass ihr das auch macht, weil das einfach Rasurpickel vermeidet, weil das irgendwie alles irgendwie schöner macht. Also ich habe auch einfach das Gefühl, dass es dann einfach, ja, weiß ich nicht, einfach hübscher dann aussieht, ne? Ja, mag ich gerne leiden, kann ich sehr empfehlen. Es muss nicht unbedingt dieses Ding sein, aber es gibt hier auch genug andere Öle. Am besten ist halt wirklich, dass man darauf achtet, dass es parfümstofffrei ist und dass es halt auch irgendwelche Inhaltsstoffe beinhaltet, die die Haut beruhigen. Denn das ist ja das, was wir auch wollen. Ja, ihr Lieben, das wäre jetzt mein Aufgebraucht-Video gewesen aus dem Monat Februar. Ich finde, dass wieder ein guter, bunter Mix leer gegangen ist. Ich muss mich immer innerlich kaputt lachen, wenn ich sehe, wie viele Tuchmasken ich aufbrauche, ne? Ich weiß, ich bin da ganz furchtbar. Aber ich mache es halt einfach gerne. Ja, dieses Spa-Gedönsen. Und ich gönne mir das halt auch einfach, dass ich mir morgens und abends einfach eine gewisse Auszeit nehme, wo ich dann auch Masken mache und halt während ich mich anderweitig auch pflege und fertig mache und so halt auch irgendwie ein bisschen meinen Alltag meister. Und das finde ich auch, das ist ganz gut so funktioniert hier auch mit Julius und mit Schatzi und mit mir und allem, was hier so ist und mit Sammy. Und deswegen werde ich das auch so beibehalten, weil mir das einfach gut tut. Und das wäre auch vielleicht so mein Wort zum Sonntag an euch. Tut das, was euch gut tut und nicht das, was andere meinen, was euch gut tun soll. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Aussage hier. Ihr Lieben, das war's von mir. Wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Aufgebraucht-Videos. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!